Roland. Hallo Christina. Schön, dass du da bist und die Zeit nimmst, dass wir uns austauschen können. So Roland, wie lange bist du bei uns schon im Team Innotech und was ist deine Tätigkeit bei uns? Also seit gut 5 Jahren bin ich bei der Firma Innotech tätig und seit Anfang des Jahres bin ich im Large Account tätig. Das heißt, ich bin zum Teil für die ganzen Großkunden in Österreich verantwortlich und zum Teil für unser Projekt, die Extrusionspumpe mit den Materialien Adesil, Kleb- und Dichtmasse und Spraysil, spritzbare Lichtmasse. Was ist jetzt das Besondere an der Extrusionspumpe? Ja, das Besondere ist dabei, wir verarbeiten das Material, also Adesil oder Spraysil, aus einem 20-Liter-Kübel. Mhm. Also das entspricht rund 70 Kartuschen, 290 Milliliter. Mhm. Das ist schon mal ein absoluter Vorteil. Dann der Effizienz, der ökonomische Gedanke, die Nachhaltigkeit und die Qualitätsgeschichte. Ja super, also der Nachhaltigkeitsgedanke wird ja immer wichtiger. Und was sind da noch Vorteile für unsere Kunden, wenn sie diese Extrusionspumpe von uns haben? Ja, Christina, um das einfach schneller und präziser dir zu sagen, darf ich sagen, wir gehen in die Werkstatt raus und ich demonstriere das ganz kurz. Ja, cool. Lass uns losgehen. Okay, passt. Ja, Christina, das ist eine spritzbare Lichtmasse in der Kartusche. Von dem sind 70 Stück in dem Beutel drinnen. Wow, sehr nachhaltig, oder? Auf alle Fälle, ja. Und was man mit dem machen kann, das sage ich dir ganz kurz. Einmal eine Lichtnaht, also zum Abdichten von Falzen. Ein Beispiel. Gut. Und wie man jetzt eine Beschichtung machen kann, mit einem ganz einfachen Umbau, das sage ich dir auch noch ganz kurz. Cool, super. Also quasi 2 in 1. Richtig, ja. Ich muss jetzt ein bisschen weggehen? Nein, wir haben nur ganz wenig Oberspray. Okay. Um das Ganze jetzt zu verwirbeln, braucht man natürlich eine Luft dazu. Mhm. Ich drehe jetzt kurz auf. Okay, also machen wir da. Wie du siehst, 2 verschiedene Sachen, also eine Dichtnaht und eine Beschichtung mit dem ein und dem gleichen Werkzeug, mit dem ein und dem gleichen Material. Perfekte Geschichte. Super. Danke Roland, dass du da kurz die Zeit genommen hast, mir das zu erklären. Sehr gerne, ja. Super. Passt mir relativ gut jetzt, weil ich am nächsten Termin habe. Okay. Und der wartet schon an der Kunde. Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ganz viel Erfolg in ganz Österreich. Alles klar. Auch dir. Schönen Tag wünsche ich dir. Ciao. Servus, Christina. Ciao.